Ja, und somit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Scania Drug Driving Simulator The Game. Wir sind ja hier eben noch beim Wettbewerb von Scania. Und wir starten gleich mit der nächsten Aufgabe. Bälle einsammeln. Kannst du die Käfige oben auf dem Auflieger sehen? Da gehören die 4 Bälle rein, die du überall auf dem Testgelände einsammeln sollst. Es ist hier ein Muss, die Länge des Aufliegers richtig einschätzen zu können. Okay. Das sieht ja spannend aus. Kleine Markierung für die Vorderräder des LKWs können dir helfen. Diese Körbe dort oben auf dem Auflieger sollen die 4 roten Bälle auffangen. Überall muss man rückwärts rein. Ein Ball wird freigegeben, sobald du die Hupe drückst. Die richtige Position zur Freigabe eines Balles zu erkennen. Okay. I don't know, ob ich das schaffen werde. Aber mal schauen. Okay, da kann man gerade vorwärts rein. Ja, ein bisschen rückwärts. Kein Stupser. Ne. So. Ich bin gespannt. Okay, Ball gefangen. Jetzt können wir da rückwärts geradeaus. Okay, das ist ziemlich schräg. Ich habe da die Linie nicht gesehen. Es kostet natürlich Zeit. Das ist immer noch schräg. Ich muss da nämlich eigentlich exakt an der Linie sein. Also nicht exakt darauf, aber ungefähr gerade dazu. Weil ich sehe jetzt da drüben gar nicht die Linie. Gefällt mir alles nicht so. Bin ich so schräg? Ich bin ziemlich schräg. Also der LKW wäre ja egal, wie schräg der ist. Aber der Auflieger muss halt passen. Ja, komm, wir probieren's. Okay. Da muss man... Da kann man vorwärts. Und dann rückwärts da rein. Okay, das war jetzt ein bisschen doof mit dem... mit der Ansicht. Ist zwar schräg. Und schräg ist nicht gut. Ich glaube, der Auflieger muss in der Linie sein, nicht darauf. So. Mal schauen. Okay, nice. Es ist, dass es ein bisschen versetzt ist auf der anderen Seite. Aber das ist wohl extra gemacht. Weil sonst könnte man einfach geradeaus rückwärts fahren. P.
Perfekt. 3 Minuten 30. Ganz okay. Wahrscheinlich nicht der schnellste, aber es ist gut. Viertelfinale. Die internationalen Endrunden sind da. Nur der beste Fahrer eines jeden Teilnehmerlandes wird auf das Scania-Firmengelände im Zentrum der schwedischen Stadt Södertälje eingeladen. Hast du die nötigen Nerven aus Stahl, um deine Fähigkeiten auf die Probe zu stellen? Nee, wieder sowas. Sodass du nur einen Kindler in Begeisterung stoßen kannst. Fahr mit dem Auflieger rückwärts um die Zylinder. Also ein S. Dann wahrscheinlich rückwärts da rein. Auf den abgetrennten Stellplatz und stoß den roten Zylinder so um, dass er genau zwischen die blauen. Und diese dürfen dabei nicht umfallen. Rückwärts da rein. Und dann geradeaus. Okay. I see. Wieder diese blauen Zylinder nicht umstoßen. Na. Haarscharf. Auf der rechten Seite gibt es nichts. Da sind wir rum, aber das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen knapp. Mit dem Platz. Ich sehe da wieder nichts. Ja, ich bin, ich muss da rechts rum. Was mache ich da? Hä? Habe ich irgendwie was verpasst? Ah, da ist noch ein Zylinder. Ich bin völlig falsch aufgebaut eigentlich dafür. Ich da jetzt rückwärts reinfahre. Und wieder einfach mit der Spitze rankommen auf der rechten Seite. Könnte. So wird nämlich schon mal gar nichts. Wenn ich da schräg anfahre, dann nehme ich alles mit. Nix, nix, fast die Wand berührt. Es ist nett, dass hier ein bisschen Platz ist. So kann man sich ein bisschen besser ausrichten. Das sieht doch gut aus. Ganz sachte. Ganz sachte. Der fällt. Und knock the king. Geschafft. Okay, diesmal haben wir es geschafft. Davon wirklich bloß ranstoßen. Und jetzt. Junge, willst du es noch enger machen? Die zwei kurz mal.
Okay, da haben wir mehr Platz. Ich weiß ja auch nicht genau, wo die Hitbox ist von diesen Dingen. Beispiel, das war schon knapp. Mit dem Auflieger. Ich habe ein bisschen Angst. Auf der rechten Seite habe ich so viel Platz, Junge. Jetzt einfach Vollgas. So, 600 Punkte. Alright. Das war schon ein bisschen schwieriger. Halbfinale. Du hast also die ersten Runden in Södertalje erfolgreich hinter dir gebracht. Hinter dich gebracht. Glückwunsch. Trotzdem liegt noch eine Menge harter Arbeit vor dir. Die folgende Herausforderung wird sorgfältig erproben. Die wird. Was? Wie genau du denn. Ah, wie du. Sorry. Die folgende Herausforderung wird sorgfältig erproben, wie genau du den Sattelzug zu einem abgrenzenden Gebiet manövrieren und die Länge deiner Ladung abschätzen kannst. Okay, der sollte als letztes umfallen, das ist klar. Stoße die roten Zylinder so um, dass die Lücke, die in die Lücke zwischen dem blauen Zylinder fallen. Pass auf, dass die blauen Zylinder nicht umstößt. Okay. I see. Wie fange ich an? I don't know. Ich muss den Auflieger nach rechts bringen. Damit ich da leicht rantatsche. Ja, sorry, falsch. Das will ich jetzt schon ein paar Mal probieren. Aber wie mache ich das am besten? Weil man eben ja mit dem rechten Rand dran muss eigentlich. Und dafür muss der Auflieger gerade sein. Es wird jetzt wohl ein bisschen dauern. Okay. Okay. Das könnte vielleicht das werden. Ha! Huh! Okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt den hier vorne. Come on, zwei bitte. Ich sehe ihn zwar nicht. Den sollte man vielleicht irgendwie so umnocken können. Oh Mann. Vielleicht mit dem Führerhaus eher. Nee. Okay, doch. Gut. Oder kürze auf die andere Seite. Irgendwie. Da muss man kurbeln und kurbeln, was das Zeug hält.
Das wird jetzt, also den werde ich eh nicht schaffen, das kann ich dir sagen. Oder ich gehe in die Außenperspektive. Weil der ist mies. Ohne Zoom im Spiegel werde ich das nicht schaffen. Sind zwar Punkte, die wegfallen, aber gut. Und auch das ist nichts, nee. Man muss noch weiter nach rechts. Aus dem echten Leben würde man vielleicht, könnte man sich ja rüberlehnen oder aussteigen, um zu schauen, wie es aussieht. Aber hier geht das halt nicht. Und eben wie gesagt, hier fehlt mir irgendwie hier fehlt mir die Zoom-Taste, die es im ATS und ETS gibt. Okay. Das ist geschafft. Jetzt. Kleiner Stupser. Komm. Knapp. Okay. Ja, Außenperspektive. Okay, kann ich damit leben. Ja, und dann haben wir es auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge von Scania Truck Driving The Game. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.